الزنا كذلك سبب من أسباب عذاب القبر. الزنا. Und denk nicht, dass du einfach nur sagst, ja, ich mache keinen Sinn. Es gibt Leute, die werden in Yawm al-Qiyamah kommen oder in ihre Gräber auch das erleben und kommt und sagt, ja, du hast Sinn gemacht. Er sagt, ich habe keinen Sinn gemacht. Ich war sogar verheiratet. Ja, du hast Sinn mit deinen Augen gemacht. Du hast Sinn mit deinen Händen gemacht. Du hast Sinn mit deinen Ohren gemacht. Du hast Sinn mit deinen Füßen gemacht und so weiter. Warum? أما سمعت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العين تزني والأذن تزني ها واليد تزني والرجل تزني والفرج يصدق أو يكذب إن العين لتزني وزناها النظر والأذن لتزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش سبحان الله اسكيبت لوت دي ماخني الزنا und die sagen ja ich habe keinen Sinn gemacht doch أما الزنا الحقيقي ما قال فيه الله عز وجل لمنت ما قال فيه الله عز وجل نش دس في زنا مخن لكن الله عز وجل قال ولا تقربوا لا تقربوا الزنا القرب إلى الزنا زولان دو mit die Schritte von Sinne anfängst dann bist du dann schon bist du da Deshalb saddud dara'a. Man darf einer Schwester sagen, Assalamu alaikum, oder nicht? Die ist auch ein Muslime. Aber wenn du Angst hast, dass du nach Assalamu alaikum, wie geht's und so weiter, besser kein Assalamu alaikum. Besser nicht. Weil es gibt immer manche Schwester, die sagt, ja, die Brüder sind richtig streng. Die sind psychisch krank, die sagen kein Assalamu alaikum. Ich sage kein Salam alaikum, weil ich kenne mich. Wenn ich sage, dann hallo und see you und so weiter. Hört hier Sinne. Das ist die Schritte, oder nicht? Warum? Weil wir Menschen sind. Und das ist ein Instinkt in uns. Zuyina linnasi hubbu shahawati mina an-nisa. Oder? Das ist ein Instinkt. Hadihi fitra. Zara'a Allah azza wa jalla fi al-rajuli wa fi al-mar'ah. Das ist genau wie ein Bruder, der hat gesagt, warum sagt ihr, dass Chatten mit Frauen haram ist? Seid ihr streng? Wer hat das gesagt? Ja, habe ich schon gesagt, okay, Bruder. Es gibt nur zwei Sachen. Wenn du mit Frauen chattest, es gibt nur zwei Sachen. Entweder du bist kein Mann oder du bist verrückt. Einer von beiden. Einer von beiden. Psychisch krank, ja. Dann habe ich gesagt, Achi, wenn du mit einer Frau chattest, passiert gar nichts. Das heißt, du bist kein Mann. Und danach hat er mir gesagt, Wallah, du hast recht. Immer wenn ich mit Frauen chatte, ich bekomme Flüssigkeiten. Das heißt, er will mir zeigen, dass er noch ein Mann ist. Subhanallah. Ja. Jemand, der das macht, das ist seine Strafe für Hayat al-Barzakh, dass er unten richtig Feuer und er wird von seinen Aqab, bin Rijlehi, von seinen Füßen, so, mit diesem Haken heißt das, mit Haken. Und unten ist Feuer. Warum unten ist Feuer? Kama qala al-ulama, weil er hat mit seinem Team Sinna gemacht, deshalb er bekommt auch das von unten, diese Strafe. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam marra alihim wa qal kullama wasalatuhum unnar dawdaw. Dawdaw heißt Geschrei. Hat gesagt, ich habe viele Frauen und viele Männer gesehen, dass die alle nackt sind und die sind gehängt. Die Gelehrten, die haben gesagt, warum die Strafe von die Az-Zawani, dass die nackt sind. Hadi Fadiha. Hadi Fadiha. Warum? Weil jeder, der Sinn machen will, er macht das immer beim Verstecken. Lakin in Yawm al-Qiyamah, Allahu yafdahuka.
Subhanallah.